Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Donnerstag. Neues und Interessantes aus Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Lausitzwelle Regionalzeit. Wie gewohnt am Donnerstag mit den wichtigsten Infos der letzten 7 Tage aus der Region Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge. Wüst sah es aus auf dem großen Areal zwischen dem Eingang zum Hauptbahnhof und dem Palasttheater in Görlitz. Das hat sich aber geändert, seit Senckenberg dort einen Campus errichtet hat, welcher nur wenige Wünsche unberücksichtigt lässt. Bei einer öffentlichen Begehung der Baustelle haben wir für Sie einen Blick hineingeworfen. Auf einem großen Areal an der Görlitzer Bahnhof- und Jakobstraße entsteht derzeit der neue Senckenberg Campus. Bauherr ist der Freistaat Sachsen. Die Bausumme liegt oberhalb von 70 Millionen Euro. Wissenschaft, die bei Senckenberg international aufgestellt ist und, wie zu erfahren war, bis in die Mongolei reicht, erhält im Osten der Lausitz einen festen Ort für Forschung, Ausstellung und Weiterbildungen verschiedener Arten. Während hier die Baustelle für wissbegierige Blicke der Bevölkerung geöffnet war, wurden die Medienvertreter bereits über den Baufortschritt informiert und sie hatten Gelegenheit, vom Besprechungsraum in einem der Baucontainer durch feuchten, lehmigen Boden, der gerade als Hof vorgerichtet wird, zu den Gebäuden zu gelangen. Kommen Sie doch einfach einige Meter mit. Ende nächsten Jahres ist die Eröffnung des Senckenberg Campus geplant. Bis dahin ist noch allerhand zu tun. Sobald erkennbar ist, was in welchen Räumen zukünftig gesehen wird, lädt Senckenberg wieder zu einem Pressegespräch mit Rundgang ein. So wurde es zumindest besprochen. Zu einem kleinen Volksfest gestaltete sich das 34. Sensenfest in Ottenhain am vergangenen Sonnabend. Im Mähwettbewerb zeigten Mäher aus der Region ihr Können. Älteste Teilnehmerin war die 83-jährige Ingrid Tauber. Aus Altersgründen startete sie allerdings außer Konkurrenz. Bis 2023 nahm sie aktiv an Mähwettbewerben teil und belegte regelmäßig erste Plätze. Die Jury bestand aus erfahrenen Landwirten aus der Gegend. Bewertet wurden nicht nur ein sauberes Schnittbild und ein ordentlicher Schwaden, sondern auch eine gute, eingestellte, sichere und scharfe Sense sowie angemessene Bekleidung und Schuhwerk. Der Wettbewerb ist kein reines Wettmähen. Ganz im Gegenteil, es ist Traditionspflege im besten Sinne des Wortes. Jeder Mäher erhielt nach erfolgreicher Teilnahme einen Applaus vom Publikum. Konnte sich eine kleine Stärkung holen. Zur Teilnahme eingeladen waren nicht nur Männer. Es gab auch separate Wertungen für Frauen. Nebenbei wurde fleißig gefachsimpelt und Erfahrungen ausgetauscht. Im benachbarten Schulmuseum konnten Besucher selbstgebackenen Kuchen und Kaffee genießen und das Museum besichtigen. Nach Abschluss des Wettbewerbs wurde gemeinsam die gesamte Wiese abgemäht. Die Siegerehrung fand später im nahegelegenen Agrarmuseum statt. Zum Sieger gekürt wurde Mario Schüller aus Bernstadt. Den 2. Platz belegte Gerd Hubrich aus Bertelsdorf und den 3. Platz Klaus-Ulrich Neumann aus Soland am Rotstein. Mit einem Tanzabend in der Feldscheune klang der Tag aus. Im Stausee Quitzdorf wurde eine starke Entwicklung von Blaualgen festgestellt, die gesundheitliche Gefahr für Badende darstellen können. Das Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz warnt daher vor dem Baden im See, besonders für empfindliche Personen, Kinder und Haustiere. Das Verschlucken von algenhaltigem Wasser kann zu schweren Gesundheitsproblemen wie Übelkeit, Erbrechen und Hautreizungen führen. Badegäste sollten sichtbare Schlieren meiden und bei auftretenden Beschwerden sofort einen Arzt aufsuchen. Vor einigen Tagen war auch in Schönau-Berzdorf bei Zittau Schulanfang. Nach der Feierstunde, nachdem die ABC-Schützen ihre Lehrer, das Schulgelände und den Klassenraum kennengelernt haben, waren einige Familien auf dem Barfußpfad im nahegelegenen Mittelherwigsdorf unterwegs. Diesen Pfad gibt es seit dem Jahr 2013. Er beginnt am Sportplatz und dort endet der Rundgang auch.
Die Strecke beginnt mit einem Pfostenlauf. Es geht weiter über Schotter, Geschreddertes, über Grobkies und Reisig. Kann man den Hindernissen noch ausweichen, so geht das bei der Überquerung der Mandau nicht. Da muss man durch. Ein Seil hilft dabei. Die Steine sind rutschig, das Wasser kühl und erfrischend. Auf der anderen Seite gibt es für jene, die wollen, Gelegenheit, entlang von Brennnesseln die Haut besser zu durchbluten. Man kann sich aber auch auf das Balancieren auf Steinen, über Balken und Baumscheiben begnügen. Ein Stück weiter geht es zurück über die Mandau. Ein Höhepunkt danach ist eine Schlammstrecke. Kurz danach ist ein Waschplatz am Fluss eingerichtet worden. Und ganz am Ende wartet ein Grillplatz. Alles ist so angelegt, dass Gäste und Touristen dort einen guten Tag verleben können. Der Barfußweg Mittelherwegsdorf, für die Nutzung kein Eintritt verlangt wird, gilt als Geheimtipp für einen Ausflug mit Familie, Freunden und ist immer wieder Ziel von Feiern. So mancher Geburtstag ist schon am Grillplatz ausgeklungen. Die großen Flächen, Rasen und Sandflächen daneben laden zu sportlichen Aktivitäten ein. Einige der vorwiegend aus Holz errichteten Gegenstände wurden umlängst wieder instand gesetzt, die Hinweistafeln erneuert. Am Schulanfangstag waren unterschiedlich große Zuckertüten an den Tafeln angebracht. Für das angehende Schuljahr treten neue Maßnahmen in Kraft. Lesen, Schreiben, Rechtschreiben und Sachkunde werden wichtiger. Ab Klasse 1 gibt es künftig eine Stunde mehr Sachunterricht, ab Klasse 2 dann eine Stunde Deutsch zusätzlich. Schulen erhalten das KI-Tool KAI über Schullogin. Die KI ist vorerst textbasiert, in den nächsten Monaten kommen bildgenerierende KI und ein Assistenzmodus dazu. Für Lehrkräfte startet verpflichtend die Offensive Digital geschenkt. Digitale Selbstlernphasen werden an Oberschulen und Gymnasien systematisch ausgebaut. Hinzu kommt eine Entscheidung vom Rat der deutschen Rechtschreibung, dass Sonderzeichen wie Gendersternchen, Gendergap, Binnen-I und Doppelpunkt in Worten nicht erlaubt und künftig als Fehler benotet werden. Auf dem Görlitzer Postplatz ist derzeit eine Freiluftausstellung der Bundeszentrale für politische Bildung zu sehen. Unter dem Thema Gründungsgeschichten 75 Jahre, 75 Orte, 75 Geschichten erinnert sie an die Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vor 75 Jahren. Vor 75 Jahren wurde die deutsche Teilung vollzogen. 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Im Osten aus der sowjetischen Besatzungszone die Deutsche Demokratische Republik. Die Bundeszentrale für politische Bildung führt Besucher anhand von 75 Orten in das Jahr 1949. Es sind Orte in Ost- und Westdeutschland, in Nord- und Süddeutschland. Teils erinnern heute Gedenkstätten oder Zeichen an die Ereignisse vor 75 Jahren, teils sind die Orte heute nicht mehr erkennbar. Die Fotos bauen visuelle Brücken von heute ins Jahr 1949 und führen in die Gründungsgeschichten. 75 Geschichten lassen einen Blick auf den Alltag der Menschen im Jahr 1949 zu, auf ihre Sorgen, ihre Hoffnungen und Freizeitvergnügen. Sie widmen sich politischen Ereignissen, kulturellen Aufbrüchen und wirtschaftlichen Weichenstellungen. Sie weisen zurück auf das Kriegsende in Deutschland und erlauben manchen Ausblick in die 1950er Jahre. Der Postplatz in Görlitz ist frei begehbar. Die Ausstellung anzuschauen kostet demnach keinen Eintritt. Bänke zum Ausruhen auf dem Platz sind vorhanden und ringsrum gibt es Cafés und Restaurants. Noch ist Zeit für Besucher, auch von Schulklassen, denn die Ausstellung ist an diesem Ort noch bis zum 6. Oktober zu sehen. Verbunden mit dieser Ausstellung ist ein bundesweiter Schülerwettbewerb. Anhand von Erzählungen und Unterlagen von Großeltern werden nach weiteren Erlebnissen gesucht. Teilnehmen können Schulklassen, Arbeitsgruppen oder Oberstufenkurse. Die Geschichten müssen von den Lehrern mit Angabe der Schulanschrift und Klasse eingereicht werden. Das Material kann unter dem Kennwort Unsere Geschichten aus dem Jahr 1949 per E-Mail gesendet werden an deutschlandarchiv@bpb.de oder per Post an Redaktion Deutschlandarchiv Friedrichstraße 50 in Berlin. In beiden Fällen ist der Einsendeschluss der 30. September.
Leichtathlet Leo Neugebauer hat bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille im Zehnkampf gewonnen. Mit insgesamt 8.748 Punkten sicherte sich der gebürtige Görlitzer den zweiten Platz. Nach dem Wettkampf strahlte Neugebauer vor Freude und atmete erleichtert auf, als er seine Medaille entgegennahm. Dies ist der erste Erfolg für Deutschland im Zehnkampf seit Frank Busemanns Silbermedaille 1996 in Atlanta. Neugebauers Triumph gibt der deutschen Leichtathletik neue Hoffnung und dient als Motivation für zukünftige Athleten in einer Disziplin, in der Deutschland historisch stark war, wieder herausragende Leistungen zu zeigen. Hinter diesen Mauern am Görlitzer Postplatz befindet sich das Landgericht. Hier wird seit Dienstag dieser Woche einer 42-jährigen Ukrainerin der Prozess gemacht. Ihr wird zur Last gelegt, im vorigen Sommer in 6 Fällen Ausländer aus Polen oder Tschechien illegal nach Deutschland gebracht zu haben. Am 21. August soll die Angeklagte 26 Menschen in einem Transporter von Polen nach Deutschland eingeschleust haben. Das Fahrzeug sei in der Ortschaft Schöpstal bei Görlitz durch Polizeibeamte festgestellt und kontrolliert worden. Erschwerend kommt bei der Schuldzumessung hinzu, dass die Transporte auf unmenschliche Weise stattgefunden haben sollen. So habe die Angeschuldigte den Menschen keine Pause gestattet, nicht mal für Toilettengänge. Auch hätten die Geschleusten in dem Transporter kaum ausreichend Luft bekommen. Insgesamt soll die Angeklagte, die sich seit dem 22. August vorigen Jahres in Untersuchungshaft befindet, über 120 Menschen in das Bundesgebiet geschleust haben. Der Prozess wird fortgesetzt. Die Preise für Bus- und Bahnfahrten im Zwonnengebiet sind gestiegen. Seit dem 1. August müssen Fahrgäste in Ostsachsen durchschnittlich 7,3% mehr bezahlen. Grund sind die gestiegenen Kosten in den Bereichen Personal, Energie, Rohstoffe und Wartung. Preisänderungen gab es jedoch nicht für Bildungstickets und Schülergruppen. Ebenfalls gilt in Görlitz nun der neue Europastadttarif, der das Stadtverkehrsticket ersetzt und keine Tarifgrenzen zwischen Görlitz und Skorzeniec mehr aufweist. Außerdem entfielen der Übergangstarif VVO Zwon und das Azubi-Ticket Sachsen, da das Deutschland-Ticket eine bessere Alternative darstellt. In Sachsen fehlt es an Lehrern. Auch der Beamtenstatus lockt nicht alle Absolventen, im Freistaat zu bleiben. Über 500.000 Schüler starten ins neue Schuljahr, mehr als im Vorjahr. Besonders viele Erstklässler beginnen, teils durch Zuwanderung bedingt. Kultusminister Christian Piwarz meldet über 1.000 neue Lehrer, davon viele Quereinsteiger. Trotz hoher Bewerberzahlen bleibt die Situation angespannt, vor allem in Ostsachsen an Berufs- und Oberschulen. An Schulen, an denen Lehrkräfte fehlen, soll ein flexibles Lernbudget helfen, externe Kapazitäten zu binden. An der Grundschule können dagegen nahezu alle Stellen besetzt werden. Das sei eine gute Nachricht, so Piwarz. Ziel sei es künftig, 2.700 Absolventen jährlich zu binden. Doch die Konkurrenz unter den Ländern bleibt hoch. Der Unternehmer Stefan Menzel plant ein Hotel mit Wellnessbereich auf der Landeskrone in Görlitz. Seit März vergangenen Jahres ist Menzel Erbbaupächter und Eigentümer der gastronomischen Einrichtung. Sein Ziel ist es, den Berg zu einem attraktiven Ausflugsziel für Touristen und Einheimische zu machen. Am 10. August eröffnet er zunächst einen Biergarten für bis zu 100 Gäste. Um den Aufstieg zu erleichtern, fährt ein Shuttle-Express viermal täglich vom Görlitzer Obermarkt auf den Gipfel. Ab dem 1. September werden alle Gasträume renoviert, um ein uriges Landeskron-Brauhaus zu schaffen, das im November eröffnen soll. Zusätzlich wird der Wellnessbereich mit Whirlpools und einer Salzgrotte ausgestattet. Bis April 2025 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein, wobei die Investitionskosten knapp 1 Million Euro betragen. Über 700 Mopeds und Motorräder waren vor wenigen Tagen im Landkreis Görlitz unterwegs. Zahlreiche Schaulustige zog es an den Startpunkt der 18. Moped-Ausfahrt nach Girbigsdorf, denn so etwas sieht man selten. Am letzten Juliwochenende fand in Girbigsdorf bei Görlitz die 60. Dorffestspiele statt. Inmitten des Festgeschehens Samstagnachmittag gab es ein Event im Event.
die 18. Moped-Ausfahrt. Diese organisiert Dennis Adam, der Bruder des Cheforganisators der Dorffestspiele Norman Adam. Die Lausitzwelle hat über ihn und das Fest berichtet. Für die Moderation der Moped-Ausfahrt, so ist es seit über 10 Jahren und fast schon Tradition, übernimmt Peter Lange aus Ebersbach, einem Ortsteil der Gemeinde Schöpstal, zu der auch Gierbigsdorf gehört. Lassen wir DJ und Moderator Peter Lange zu Wort kommen. Also 720 Fahrzeuge sind es heute hier auf dem Platz, hier auf bei der Grünaue, hier bei uns im schönen Gierbigsdorf. Mann, das macht doch Spaß heute. Allen viel Spaß hier auch, zwei. Ja, schöne Abo hier, was ist das? Ja, Abo. Abo fährt auch mit, wir haben ja alles dabei heute. Simson Roller hier, die gab es ja auch nie allzu oft, glaube ich. Ja. Ja. Ja, 720 sind es schon. Samstagmittag gibt es immer diese große Moped-Ausfahrt. Simson-Fahrzeuge sind das durchweg. Einzelne MZs dürfen auch mitfahren. Wir hatten dieses Jahr das 16-jährige Jubiläum. Anlässlich des 60. Dorffestspieljubiläums lief diese Moped-Ausfahrt gestern Nachmittag. Und wir hatten einen neuen Rekord zu verzeichnen. 765 Simson-Fahrzeuge waren gestern am Start und auch diese kamen wieder nach der 45 Kilometer langen Ausfahrt ohne Unfälle hier im Auepark in Gierbigsdorf an. Und ich glaube, es war für alle Fahrer, Zuschauer und Gäste eine große Freude, ein großes Ereignis, dieses einmalige Geschehen zu verfolgen und vielleicht eventuell beim nächsten Mal im nächsten Jahr zu überlegen, ob man vielleicht auch mitfährt. Wir hatten gestern noch ein weiteres Highlight zu verzeichnen. Die Geburt der ersten Tochter unseres Sturmherrs des Moped-Rennens, Dennis Adam. Seine ganzen Ideen bringen dieses Rennen jedes Mal ein bisschen weiter. Und ich glaube, ohne ihn würde es auch nicht so funktionieren. Und ich glaube, ihm gebührt auch ein ganz großer Dank, dass er sich dort so über die Zeit hin so versetzt und alle seine Kraft dafür gibt, dass das ein gutes und ein erfolgreiches Rennen jedes Mal ist. Ich bereite mich das eigentlich fast gar nicht vor. Das läuft bei mir alles aus dem Handgelenk, wenn man das so sagen kann. Ich bin da relativ spontan und kann dort auf die Geschehnisse auch unkompliziert eingehen. Und die Musik, die habe ich eigentlich auf meiner Laptop-Festplatte. Das ist auch nicht vorbereitet. Das mache ich auch einfach nach Gefühl. So wie man als DJ auch viel nach Gefühl arbeiten muss, eingehen auf die Leute. Und so geschieht das auch auf dem Fest, was beim Moped-Rennen. Die Moped-Ausfahrt ist international besetzt. Ein Motorradfreund aus Polen äußert sich im perfekten Deutsch. Hallo, wir sind gerade, obwohl ich Deutsch spreche, aus Polen gekommen, weil wir von dieser Veranstaltung gehört haben. Wir sind mit 10 Mopeds hier und genießen einfach die Atmosphäre. Wir hoffen, dass die Veranstaltung weiterhin so schön ist, so schön bleibt, wie sie jetzt im Moment ist. Wir würden auch gerne, wenn sich das so ergibt, jedes Jahr wiederkommen. Dass es im nächsten Jahr wieder eine Moped-Ausfahrt geben wird, daran besteht kaum ein Zweifel. Ob allerdings der diesjährige Rekord gebrochen wird, ist nicht sicher. Seit einigen Jahren führt die Deutsche Feuerwehrhilfe gemeinsam mit dem kroatischen Feuerwehrverband Waldbrand-Ausbildungscamps in Kroatien durch. Einer der Teilnehmer war Rico Löb. Er war bereits zum zweiten Mal mit dabei. Ende Juli hatten wir schon einmal darüber berichtet. Inzwischen ist das Ausbildungscamp 2024 beendet und wir wollten natürlich von Rico Löb wissen, was er an Erfahrungen mitnimmt. Die größte Erfahrung ist, glaube ich, das Wetter. Die Wetterbedingungen hier vor Ort, die sind ganz, ganz anders als zu Hause. Es ist eine extreme Wärmebelastung hier und generell die Sonneneinstrahlung und alles, was so dazugehört, ist
weitaus extremer als bei uns zu Hause. Und hier kann man wirklich seine Grenzen erstmal kennenlernen und auch ein bisschen ausdehnen. Man merkt das, je öfter man hier in der Mittagshitze auch trainiert und übt, umso fitter wird man auch, umso mehr gewöhnt man sich auch an das Wetter und kann dann auch zu Hause die Sachen ganz anders einschätzen. Ich habe auch gemerkt, Schutzkleidung ist so ein Thema hier in Kroatien. Bei dem Wetter merkt man ganz, ganz deutlich, dass so spezielle Waldbrandschutzkleidung, wie ich sie jetzt anhabe, weitaus besser ist und auch mehr Vorteile bietet als die normale Feuerwehrschutzkleidung, die wir von zu Hause kennen, die eher so für die Brände in Gebäuden ausgelegt ist. Das hier ist halt ein sehr dünnes Material, wo man auch bei warmen Temperaturen arbeiten kann, ohne dass man sofort Kreislaufprobleme bekommt. Zu Hause ist das anders. Zu Hause die Schutzkleidung, die ist eben nicht speziell für Waldbrände vorbereitet, sondern eben für Brände in Gebäuden, in Wohnungen, wo es darum geht, sich vor der großen Hitze des Feuers zu schützen. Hier geht es darum, sich selbst zu schützen vor dem Wetter. Die Einsatztaktik hier vor Ort, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Hier in Kroatien nutzt man eine ganz andere Herangehensweise bei der Waldbrandbekämpfung. In 90% der Fälle geht man gar nicht mehr in den Wald rein, um das Feuer aktiv zu bekämpfen, sondern man wartet an taktisch günstigen Positionen, zum Beispiel an Wegen, an Schneisen, an Flüssen, wo man das Feuer gezielt auf sich zukommen lässt, um es dann gezielt abzulöschen. Und zu Hause ist es meistens noch so, dass man wirklich in den Wald reingeht, lange Schlauchstrecken zieht, mit großer körperlicher Anstrengung, mit viel Personal, mit viel technischem Aufwand den Flammen entgegenläuft, diese gezielt ablöscht und so weiter. Und die Kroaten sagen sich, warum? Warum sollte man das Risiko in Kauf nehmen, dass man von den Flammen eingeschlossen wird, von dem Baum erschlagen wird, was auch immer? Kein Quadratmeter Wald ist es wert, ein Menschenleben zu opfern. Das sagen die Kroaten. Der Wald wächst irgendwann wieder nach, das Menschenleben nicht. Und deswegen gehen die nur von außen ran und nehmen dafür ein bisschen mehr Brandfläche in Kauf. Dafür sind sie sich aber sicher, dass sie keinen Feuermann gefährden irgendwo. Das Camp selbst vermittelt verschiedenste theoretische Kenntnisse, reichte aber auch von praktischen Übungen bis hin zur Teilnahme an ganz realen Feuerwehreinsätzen, wie Rico Löb zu berichten wusste. Ja, während der 2 Wochen hatten wir viele, viele Ausbildungseinheiten natürlich. Wir waren zum Beispiel auf einem Berg in der Nähe von Novi Vinodolski und haben dort unter körperlicher Anstrengung in der Mittagshitze eine Schlauchleitung in den Berg hinein aufgebaut, waren dort auch mit Löschrucksäcken unterwegs und haben einfach uns an dieses schwierige Gelände oder die exponierten Lagen hier gewöhnt, haben das alles mal ein bisschen auf uns zukommen lassen sozusagen, weil das sind genau die Szenarien, die uns auch im Einsatz dann hier erwartet haben. Das haben wir dann später auch herausgefunden. Es gab natürlich auch Einsätze, zum Beispiel ein Waldbrand jetzt hier, wo ich bin, in der Nähe von Relin. Da haben um die 15, 16 Hektar Wald gebrannt in der Nacht. Dort sind wir mithin ausgerückt und das war schon mit Fahrzeugen fast gar nicht mehr zu erreichen. Wir mussten da viele, viele Meter und auch, ja, man kann sogar sagen, Kilometer zu Fuß zurücklegen, über Stock und Stein, steil bergauf bei starkem Wind. Unter schlechter Sicht mit Rauch, bei Dunkelheit und so weiter. Das hat man zu Hause auch eher selten. Dann haben wir natürlich auch die Kultur kennengelernt. Das kommt auch noch dazu. Wir waren bei einer Fahrzeugweihe zum Beispiel in der Feuerwehr. Wir waren grillen mit den Kameradinnen und Kameraden zusammen. Wir haben uns Feuerwachen angeschaut. Wir haben uns auch die Stadt natürlich angeschaut, waren baden und so weiter. Es war ja dann doch eine Mischung irgendwo aus dem Feuerwehrleben an sich und auch Urlaub. Das war so ein Mix. Und das hat das Ganze auch zu was Besonderem gemacht. Und deswegen kann ich auch wieder sagen, so eine Camp-Teilnahme hier beim Firecamp in Kroatien lohnt sich auf jeden Fall. Nun liegt es in der Natur der Sache, dass man in Kroatien vorwiegend Kroatisch spricht. Wie konkret ging man zum Beispiel mit den Sprachbarrieren um? Denn im Fall des Falles muss ja ohne großes Lamentieren jeder Handgriff sitzen. Ja, die Sprache und Kommunikation untereinander, das ist schon eine kleine Herausforderung, würde ich sagen. Es ist nicht das große Problem, denn so mit Händen und Füßen, das kriegt man immer irgendwie hin. Und man muss sagen, die Kroaten, die können auch ein paar Brocken Deutsch, die meisten zumindest, so aus der Schule von früher. Und auch wir mit unserem Schulenglisch kommen da schon sehr weit. Viele von uns haben sich auch im Vorfeld weitergebildet, so englische Fachbegriffe, einfach, dass man wirklich auch diese feuerwehrspezifischen Sachen mit sagen kann, sich da verständigen kann. Das funktioniert. Es gab bis jetzt keine Situation, wo wir aneinander vorbeigeredet haben. Das hat immer geklappt. Man muss auch sagen, Feuerwehr in Kroatien ist vom Verständnis und vom Tun her genau das gleiche wie in Deutschland. Und da gibt es jetzt keine großen Unsicherheiten. Also Kommunikation, das funktioniert. Manche sind ein bisschen schüchtern und man muss mit dem einen oder anderen ein bisschen warm werden erstmal. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Und wir haben da eine gute und ausgeglichene Kommunikation hier im Firecamp. Eine Besonderheit in Kroatien ist der häufige Einsatz von Löschflugzeugen, was in Deutschland in dieser Form eher selten praktiziert wird. Das war sehr, sehr interessant. Das kennt man von zu Hause auch nicht. Wir haben ja in Deutschland erst seit kurzem Löschflugzeuge und auch nur im Bereich vom Harz
Ansonsten sind wir als Deutsche noch nie so richtig damit in Berührung gekommen. Klar, es gab auch mal große Einsätze mit Hubschraubern, wie jetzt in der Sächsischen Schweiz oder auch in der Königsbrücker Heide. Aber das ist extrem selten und da war das doch mal interessant, hier zu sehen, wie das in Kroatien läuft. Das ist hier quasi im täglichen Brandgeschehen mit integriert, der Einsatz der Flugzeuge. Und ja, da konnte man sehr, sehr viel mitnehmen. Bleibt am Ende nur die Frage nach dem Gesamtfazit des Feuerwehrcamps aus Sicht der deutschen Feuerwehrleute. Mein Fazit, was ich mit nach Hause nehme, ist auf jeden Fall, dass sich das Camp gelohnt hat. Das kann ich zu 100% sagen. Man hat ja so viele Erfahrungen gesammelt mit den Berufsfeuerwehren, mit den freiwilligen Feuerwehren, mit den Kameradinnen und Kameraden aus der deutschen Feuerwehrhilfe. Jeder hat sich irgendwo eingebracht. Es gab einen Erfahrungs- und Wissensaustausch und man hat einfach voneinander gelernt. Und das war es auf jeden Fall wert, sich hier mal seinen Horizont zu erweitern. Und deswegen kann ich nur sagen, nächstes Jahr, wenn es wieder stattfindet, bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei. Weitere Infos zum Feuerwehrcamp finden interessierte Florians Jünger auf der Homepage des Vereins unter www.deutsche-feuerwehrhilfe.de. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie weitere Nachrichten sehen möchten, besuchen Sie gerne unseren YouTube-Kanal oder starten Sie morgen früh in den Freitag mit unserem fröhlichen Wecker mit mir im Lausitzwelle Radio. In der morgigen Regionalzeit geht es dann wieder in das Elbe-Elster-Land und die Niederlausitzer Heide. Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen bis dahin noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.